Figur habe ich vor fast 2 Jahren gemacht. Und ich glaube, ich schenke die heute jemandem. Irgendwie, je höher mein Bewusstseinslevel ist, umso mehr Koinzidenzen erlebe ich. Oder also Sachen aus der Vergangenheit machen plötzlich so voll Sinn. Oder irgendwie, also jetzt wie mit der Figur, das ist, keine Ahnung. Es sprengt halt wirklich den eigenen Verstand. Ein Mosaik ist doch auch irgendwie schön. Wenn man alles Mögliche kombiniert im Inneren, das ist so krass. Also ich habe ja wahrscheinlich auch so eine Hochsensibilität und ich habe auch eine Hochbegabung vom IQ her. Auch wenn IQ-Tests, keine Ahnung, es gibt verschiedene Arten von Intelligenz. Und irgendwie, mein IQ kann auch schwanken bei IQ-Tests, weil manchmal bin ich konzentrierter als wann anders, also keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wenn man das irgendwie kombiniert, also Intelligenz und Emotionen und so, dann ist man noch intelligenter und man fühlt noch mehr Schönes. Also, genau. Es hat auf jeden Fall auch Vorteile für den Verstand, wenn man vom Verstand loslässt. Und der Verstand schützt einen auch nicht. Also man denkt ja immer so, dass ein bestimmte Schutzmechanismen irgendwie vor irgendwelchen Sachen schützen würden, die einem irgendwie wehtun könnten. Aber eigentlich verstärken die ja nur den ganzen Schmerz. Und je mehr man von Schutzmechanismen loslässt, umso mehr ist man, oder umso stabiler ist man, glaube ich, auch. Also umso eher kann man irgendwelchen schwierigen Sachen irgendwie trotzen. Beziehungsweise muss den vielleicht auch gar nicht mehr so wirklich trotzen, weil so wenig da ist, was irgendwie geschützt werden muss. Also mir half ja auch die Erkenntnis, da ist nichts in mir, was ich irgendwie schützen muss. Also ich muss mich nicht verteidigen. Ich krieg's momentan noch nicht immer hin, danach zu handeln. Aber auf jeden Fall mehr als früher. Ja. Jetzt hängt Erleuchtung an meiner Wand. Auch wenn überall Erleuchtung eh schon ist. Nur nicht jeder fühlt, aber fancy ist. Frau S. zeigte eine wechselhafte Symptomatik. Während in den ersten Wochen der Behandlung noch eine ängstlich-depressive Symptomatik dominierte, zeigte sie sich in den letzten 2 Wochen schwankender, phasenweise gehobener Stimmung, im Denken sprunghaft, im Verhalten grenzenaustestend und provokativ. Die Symptomatik sehen wir am ehesten im Zusammenhang mit ihrer Borderline-Störung. Eigen- oder Fremdgefährdung besteht nicht. Meine Blutwerte. Wer es noch nicht wusste, ich habe voll die krassen Blutwerte. Ich weiß nicht auswendig, was hier alles heißt. Aber wurde auch gesagt, dass ich voll das niedrige Cholesterin habe. Und was für einige von euch interessant sein könnte, wer CBD einnimmt, das ist nachweisbar. Also ein bisschen THC ist ja dann auch mit enthalten. Und tatsächlich, dieses wenige Zeug kann man nachweisen. Obwohl ich nicht gekifft habe oder so, kann man nachweisen. Obwohl es eigentlich legal ist, ist CBD und keine Ahnung. Also falls ihr Auto fahrt oder so, sagt denen, dass ihr CBD-Präparate einnimmt. Ich bin gerade meine Mitpatienten besuchen, beziehungsweise meine alten Mitpatienten. Und habe mein Räucherstäbchen angezündet. Und genau, vorhin, als ich zum Bahnhof bin, habe ich eine ehemalige Freundin wieder gesehen. Die habe ich das letzte Mal vor, keine Ahnung, 2,5 Jahren gesehen. Und ja, vielleicht treffe ich mich auch mal wieder mit der, habe mit ihr so ein paar Worte gewechselt.
Und ja, hier auf der Station bin ich gerade dabei, ganz viele Kreise zu formen, weil heute Abend gehe ich noch weg, dass ich dann da ein paar Kreise verteile. Und ansonsten, gerade bin ich wieder ein bisschen K.O., weil ja, die Transzendenz war vorhin ziemlich da und immer wenn die so arg da war, bin ich danach erstmal ein bisschen K.O. Und wenn ich viel geredet habe, brauche ich erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Irgendwie ist es gerade auch jetzt so, ich mag irgendwie Ruhe. Gleichzeitig kommt aber so viel War, dass ich unbedingt reden will. Das ist einfach... keine Ahnung. Genau, und ich habe beschlossen, ich meine, klar, welche Worte man benutzt, ist auf einer gewissen Ebene egal. Ich meine, jeden Wort ja irgendwie auch Liebe und Stille stecken kann. Aber ich glaube, das Wort Beziehungen passt nicht zu meinem Lebensstil momentan. Hat ja auch viel mit Kategorien zu tun und Kategorien schränken oft das Bewusstsein nur ein. Auch wenn sie einem so ein bisschen bei der Orientierung helfen können, aber ja, ich probiere das jetzt einfach mal aus und schau, was sich hier gibt. Ich bin K.O. Aber nachher gehe ich wahrscheinlich noch weg. Nur, ich chill jetzt noch ein bisschen, bevor ich losgehe. Genau. Ich hätte voll Lust, mit, ich glaube, er heißt Abbas von Rauschkunde mal gemeinsam ein Video zu machen. Und mit Max vom Hyperraum. Habt ihr ihn gerade auch unter Videos was kommentiert? Wenn ihr Lust habt, könnt ihr die auch ein bisschen liebevoll nerven und darauf aufmerksam machen. Aber nur, wenn es für euch auch lustig ist. Genau. Was habe ich so gemacht? Am Bahnhof habe ich dann weitere Kreise verteilt. Ich habe ganz viele neue Kreise nämlich getont. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es gerade nicht. Mein Kopf ist gerade wieder ziemlich matschig, aber ich film dennoch. Und genau, vier Kreise bin ich wieder losgeworden. Und ja, dann gehe ich heute Abend noch weg und treffe mich mit so einer Mitpatientin. Oder ehemaligen Mitpatientin. Und keine Ahnung, schau mal, wie der Abend wird. Vielleicht werde ich noch mehr Kreise los. Wenn ihr auch einen Kreis haben wollt, könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Und zwar an alexandrastecher@gmx.de. Schreibt ihr dann einfach eure Adresse und ich kann euch einen zusenden. Genau. Ich habe keine Ahnung, wann ich das dann mache. Irgendwann. Aber ja, werden Kreise in der Welt verbreitet. Ich surfe gerade auf Facebook rum und das Zitat ist ziemlich toll. Captain Peng sagt doch auch irgendwann mal, werde jedermanns Meister. Oder jedermanns Schüler. Mein Freund hat mir ein Gedicht geschrieben. Ich weiß es noch an einem Sommertag, als du das erste Mal in meinem Arm lagst. Da habe ich mir geschworen, mich mit dir zusammen zu verworren. Ein, zwei Komponentenkleber, gemacht, um sich selbst zu reparieren. Zeitlich dazu verwandelten wir uns zu zwei verspielten Tieren. Katz und Maus wandern in Wälder, klettern über Stock und Baum, feiern, tanzen und auch truffen, man glaubt es kaum. Viele Abenteuer haben sie erlebt. Wer weiß, was ihnen noch bevorsteht. Zukunft strahlt hell und weist darauf, dass man der Sonne entgegengeht. Auch wenn mich in Erinnerung manch geschehene Sachen plagen, sie uns beide bringen, dazu einander zu klagen. Doch unsere Egos wollen nur der Freiheit dagegen schaffen. Wir sind nicht sie, wir kämpfen nicht mit ihren Waffen. Auch wenn sie ansehen mögen wie wir, doch sehe ich in dein Herz und weiß, ich bleib bei dir. So mag ich dir sagen, dass ich dir von ganzem Herzen verzeihe. Nun frage ich dich, ob du das auch mir verzeihst. Katz- und Maus-Spiel. Meine Gepardin hat mir hier diese Figur mit der Modelliermasse gemacht. Und hier habe ich dann den elliptischen Kreis aufs Schoß davon gelegt. Ich tue gerade die Kreise in den Backofen und im Prinzip sind es nicht essbare Space Cookies, oder? Ich
habe eine Seite gefunden, die heißt symbolonline.de und lese mir gerade einen Artikel über den Kreis durch. Also, ich finde, Erleuchtung hat zwar schon voll die Vorteile, ich will aber auch so, in Anführungszeichen, Nachteil mal festhalten. Und zwar, wenn es zum Bewusstseinswechsel kommt, habe ich öfters Kopfschmerzen. Ich meine, das Schwert jetzt ein Nachteil ist und so, das ist auch nur Bewertung. Aber ja, bei mir schwankt es tatsächlich mit der Sehschwäche. Ich hatte ja immer wieder Schwankungen jetzt in den letzten Tagen, habe ich ja erzählt. Und ich habe ja dann einmal, die Verbindung mit allem kurz gar nicht mehr gespürt. Eigentlich war das nur über ein paar Stunden. Und da war meine Sehschwäche wieder da, tatsächlich. Wahrscheinlich, weil ich dann auch das Ego nicht mehr als Werkzeug benutzt habe und auch meinen ganzen Körper nicht mehr als Werkzeug. Und dann so meine eigenen Augen auch nicht mehr so richtig so als Werkzeug benutzen konnte, sondern eher dann von meinem Ego gesteuert wurde, als dass ich mein Ego gesteuert habe. Oder mein Ego habe fließen lassen, also irgendwie beides fließen lassen, aber gleichzeitig auch irgendwie steuern. Das ist voll merkwürdig. Auf jeden Fall, falls ihr auch diese Kopfschmerzen bekommt beim Bewusstseinswechsel, weil ich glaube, das haben verdammt viele, also auch von Mitpatienten oder so habe ich das mitbekommen. Tee trinken, einfach so Sachen machen, die einen entspannen. Räucherstäbchen anzünden hilft mir, frische Luft, Spaziergang machen, Achtsamkeitsübungen, also irgendwie irgendwelche Oberflächen irgendwie so erkunden zum Beispiel. Ich mag das Gefühl von Federn oder von Blumen oder irgendwelche schönen Stoffe. Also einfach da mal so in aller Ruhe so entlang streichen. Ich finde, es beruhigt einen auch. Und sich selber vorstellen, dass so die Kopfschmerzen hinunterfließen. Also wirklich. Wusch. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, aber ich stelle mir dann beim Kopfschmerzen wegmeditieren vor, dass alles, was in mir ist, hinabfließt. Oder teilweise auch aus mir herausfließt. Und einfach zulassen, dass alles aus einem herausgeht irgendwie. Keine Ahnung, so würde ich es beschreiben. Und also wirklich so alles hinab fallen oder fließen. Ich finde, fallen klingt so plötzlich. Ich finde, fließen passt bei mir irgendwie besser. Aber es kommt immer drauf an, was man unter einem bestimmten Wort irgendwie versteht, weil das kann ja auch von Person zu Person unterschiedlich sein. Ich hatte Lust, mich mal wieder zu schminken. Und zwar habe ich, man sieht es nicht, schwarze Lippen. Und ja, der eine Lidschatten ist so lila-blau und der andere Flieder. Da-da-da-da! Ich liebe es ja, so Kurzfilme auf YouTube anzuschauen und ich habe da gerade wieder was gefunden. Gestern Abend war echt lustig. Ich war da in so einer Bar. Habe aber selber keinen Alkohol getrunken, nur Cola. Aber allein schon, das reicht ja irgendwie, dass man ein bisschen Koffein hat und ein bisschen länger wach bleiben kann. Durch den Zucker kann ich auch minimal so ein bisschen hyperaktiver werden, als ich eh schon so manchmal bin. Aber ich merke, heute bin ich irgendwie ruhiger. Es pendelt sich irgendwie ein, immer mehr, finde ich. Auf jeden Fall, es war verdammt lustig. Ich habe mit so einer ehemaligen Mitpatientin richtig viel geredet. Ich hatte auch mein Skizzenheft dabei. Wir haben ziemlich viel so über Politik geredet, so alles Mögliche. Dann auch noch mit anderen Leuten geredet. Ich habe Kreise verteilt. Das war voll lustig mit meiner Apfeldose. Ja, ich habe mir so überlegt, wenn ich weggehe. Ich liebe es ja eh, irgendwie so lustige Sachen dann mit mir mitzuschleppen. Und dass dann so mein Rucksack immer wie so der Hut von einem Zauberer ist oder so, wo ich so eine verrückte Sache nach dem anderen raushol. Und einen Typen, dem ich so einen Kreis gegeben habe,
Ich habe ihm halt gesagt, dass das Space-Cookies sind, die man nicht essen kann. Und er hat reingebissen. Und hatte die ganze Modelliermasse im Mund. Das war so lustig. Und der hatte sich irgendwie, der war auch total betrunken, glaube ich, oder so. Und hatte sich kurz davor irgendwie spontan Nippelpiercing stechen lassen. Und wurden wir irgendwie so gefragt, ob wir auch noch Piercings wollen. Mir war dann aber an dem Abend nicht danach, weil ich hatte irgendwie die Sorge, dass mir irgendwie schlecht werden könnte oder so. Ich glaube, weiß nicht, kann einem schneller schlecht werden, wenn man keine Blockaden hat? Obwohl, ich weiß es nicht, weil man lässt ja alle Gefühle zu. Heißt irgendwie auch so Nervosität oder Angst oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also früher habe ich zum Beispiel beim Tätowiert werden manchmal ein bisschen dissoziiert und dann den Schmerz nicht so arg gespürt. je weniger ich das hatte und so unangenehmer wurde das Tätowieren und so. Bauchnabelpiercing tat eigentlich nicht arg weh. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So im Nachhinein hätte ich doch gern wieder meinen Helix, weil ich hatte mal einen. Aber der ist mir zugewachsen, weil ich so voll die Probleme bei der Abheilung hatte. Aber ob ich mir den wirklich in einer Bar stechen lassen sollte, keine Ahnung. Aber es wäre verdammt lustig gewesen.